In Deckung, er fängt an zu singen. Have you ever heard of this guy who they call Professor Layton? I have never seen him, but they're saying that he might be pretty smart. Whatever he does, he gets support by his apprentice, Luke Triton. Whenever they're together, they are never far away from Scotland Yard. Sometimes the police won't be helpful at all. When they are overwhelmed, that's the time when they call Professor Layton. Professor Layton. Ja, ich hab da mal was zusammengetextet und, ja, bisschen Musik dafür zusammengemischt. Keine Sorge, geht irgendwann noch weiter. Oder Sorge, geht irgendwann noch weiter. Wollte gerade sagen, wenn ich irgendwann mal eine zweite oder dritte Strophe irgendwie zusammen hab. Vor allem oder. Ich hab keine zweite, aber eine dritte hab ich. Die dritte ich. Ist schon mal fertig. Ja, das gibt's wirklich bei mir manchmal. Das glaube ich dir sogar. Am besten dann noch mit Musikvideo. Ja, das wäre wirklich gut. Das kriegt man bestimmt auch ganz gut hin. Ja, wollen wir mal mit dem eigentlichen Spiel weitermachen. Und zwar Professor Layton, ha. Und die Maske der Wunder. Sehr gerne. Aus welchem Spiel war das gerade? Das Rätsellied war gerade aus Professor Layton und die verlorene Zukunft. Natürlich ein bisschen abgeändert. Hä? Hättest du auch getippt? Ja, hätte ich jetzt getippt. Ich will jetzt mal nicht verraten, was wir vorher besprochen haben. Ich habe dich nämlich gefragt. Ach, lass mich doch reden. Wieso, wohnst du da? Nein. Schlechtes Wetter in Sicht, zum Glück wohne ich nicht in Sicht. Also, machen wir mal weiter beim Denkmal. Ja, achso, kein Rückblick. Ich denk mal, ja. Nein, na doch, Rückblick, klar. Jetzt hab ich ihn weggedrückt. Oh, dann drück ich ihn hin. Nicht weg. Was bisher geschah? Der Polizist auf dem Boulevard lädt den Professor und seine Freunde auf einen Ausritt ein. Als sie kurz darauf... Ich weiß nicht, ich sehe die und ich muss so sprechen. Von einem, sieht halt auch so aus. Ja, von einem besonderen Vorkommnis im Skorpion... In der Skorpion-Kasil-Halle. Kasipo-Spielnalle-Halle. Ich weiß nicht. Kasipo-Spielnalle-Halle? Ja. Oh, ich hatte neulich... Spielhalsino. Was? Spielhalsino. Spielhalsino. Das klingt wie Dittmeier Spielhalsino oder so. Machen Sie sich flugs auf dem Weg dorthin. So, war sonst noch was du ansprechen wolltest? Ich wollte nur sagen, dass ich letztens einen krassen Ohrwurm hatte, aber ich komme nicht gerade... Jetzt lese ich doch noch gar nichts vor. Aber ich komme gerade nicht drauf, wie das Ding hieß. Ich weiß auch nicht, wie das Ding heißt. Also, wir können übrigens geradeaus, aber vorher möchte ich noch gerne was machen, was unbedingt hier. Ich möchte Fremdwerbung machen für ein anderes Let's Play von mir. Jetzt weiß ich's wieder! Was? Casino Night! Aus Sonic Generations. Ist das so ein Ohrwurm? Ja? Ja, heftig. Aber das nur so am Rande. Ja, und jetzt mal ganz am Rande meine Fremdwerbung. Ja? Ich hab jetzt übrigens einen Hut auf, was du nicht siehst. Zum Glück. Was? Nix. Ist ein schicker Hut. Ja, definitiv. Ich mache ein Let's Play von Rhythm Thief und das Spiel ist voll toll. Solltet ihr euch mal angucken, vor allem wenn ihr Layton mögt. Ach so, für ein eigenes Let's Play. Ja, natürlich. Ach, jetzt schon für das für niemand anderem, weil du sagst Fremdwerbung. Naja, Fremdwerbung für mich selbst. Ich bin mir manchmal selbst sehr fremd. Das kenne ich. Die haben wirklich an alles gedacht. Ja, ja. Whatever. Aber seit ich Therapie gemacht habe, geht's uns okay.
So. Haben wir jetzt mit ihm schon gesprochen? Nein, natürlich noch nicht. Clownsnase hat eine Hinweismünze und, Hey, warte mal, du bist schon eins weitergegangen. Und Schweinenase hat eine. Warte. Ja, mit dem Typen haben wir gesprochen. Ach so, den, ja, wenn du den meinst, mit dem haben wir. Welche Clownsnase denn? Ach, da. Okay. Und wo ist noch eine Hinweismünze? Einmal in der Clownsnase in der blauen. Ich wollte grün sagen. Und dann noch in der Schweinenase auf der rechten Seite. Was ist denn da eine Schweinenase? Ach, da oben. Okay, hab ich, dankeschön. So, da ist doch bestimmt noch mehr. Da ist übrigens wieder dein Puff. Wo ist mein Puff? Na, links, oben. Aha, stimmt, da ist das, da ist so ein... Die Frau. Ja, und vor allem das Bein, das bewegt sich mal nach unten. Ja, und was an hat sie ja auch nicht. Oh, Hinweismünze ganz in der Mitte. Und Hinweismünze ganz in der Mitte? Ja, ganz in der Mitte in so einem, unter dem Bein in so einem, Hab's. Ist das übrigens eine Bayernfahne da an der Decke? So gesehen schon. es ist noch eine Hinweismünze in dem Pappaufsteller oder Holzaufsteller links von diesem Mafiosi-Typen. Das ist doch, nein, das ist nicht, das ist kein Mafioso, das ist Waltham von Waltham und Waltham. Echt, der war das? Das ist Waltham. Ich sag dir das. Wollen wir ihn ansprechen? Ja, sprechen wir ihn mal an. Er hat ein Rätsel. Schon mal Tatsache. Die Neonbeleuchtung trägt vielleicht etwas dick auf, aber sie bringt das Gold schön zur Geltung. Das Geld schön zur Geltung. Das künstlerische Licht unterstreicht... Das künstliche Licht unterstreicht ihren Charakter auf eine äußerst liebliche, treffliche Weise, vor allem, Herr Watson. Oh, ey, die hat mal wieder so eine ganz tolle Spitze zu bieten. Sie verfügen über eine exzellente Beobachtungsgabe. Moment, jetzt habe ich ihn fast gesprochen wie, Dalston früher. Nein, ich meine den anderen, der komische mit der Hackennase. Ach so, den Spießer. Ja. Sie verfügen über eine exzellente Beobachtungsausgabe. Nein, wie habe ich den jetzt nochmal gesprochen? Habe ich den so oder so? Oder? Ach, ich so glaube oder eher so. Ich weiß nicht. Ich glaube eher so. Oder hatte ich, ja doch, den hatte ich glaube ich so. Wenn ich das so sagen darf, werte Dame. Und zudem fällt mir auf, wie überaus gepasst sie in Anbetracht meiner pompösen Ausstrahlung bleiben. Das ist mir ganz entgangen. Wirklich schwierig finde ich das nicht. Pah, Wertschätzung für das Edle reift erst mit dem Alter heran. Das gleiche gilt für das Bewusstsein für Spielregeln. Bäm, ein Rätsel. Das erinnert mich an ein Rätsel. Scheibenschätzchen. Mein Scheibenschätzchen. Hier siehst du das Ergebnis einer Partie Darts, die drei Freunde gerade beendet haben. Kannst du daraus schließen, wie viel der einzelnen Bereiche der Dartscheibe, wie viel die einzelnen Bereiche der Dartscheibe wert sind? Jeder Bereich hat einen anderen einstelligen Wert, der mit Nähe zur Mitte zunimmt. Der geringste mögliche Punktzahl ist die 1. Mhm. Also, die geringste mögliche Punktzahl wäre dann ja theoretisch der... Andererseits, wer sagt denn, dass der äußere Ring... der niedrigste ist? Genau. Mhm. Machen wir mal Notizfunktionen. R plus W gleich 11. Wieso nennst du es jetzt R plus W? Darum. Nennst du doch A, B, C, D? Na, ich R plus W, weil Rot und Weiß... Ach, scheiße. Stimmt. A und B und C und D. Welches ist ein A? Das Rote. Ah, da ist es ja. Stimmt. Oh, jetzt... Ja, danke, dass du mich drauf gebracht hast. Ich hätte das wieder nicht mitbekommen. So, also. A plus D gleich 11. So. Dann haben wir, Schiete. A, B, C, D. Es sagt auch keiner, dass die Mitte die 1 sein muss, davon abgesehen. Ja. Kommt mir gerade so. Es sind nur einstellige, ne? Ja. Okay. Gleich 25. Wir können ja mal gucken, ob, was ist denn die höchste Zahl, die sich ergeben könnte, wenn es verschiedenstellige... Also als erstes fällt mir mal auf, dass
in der mittleren Scheibe zweimal der äußerste und zweimal der mittlerste Ring getroffen wurde. Ja, deswegen ja. Ach nee, Quatsch, dann sind es 13, weil 26 kommen da ja raus. Oh, A plus D gleich 13. Gut, genau. Gut, dass wir das jetzt hätten. So, dann... Nee, aber warte mal, was sind denn 9 plus 8 plus 7 plus 6? Ich glaube, da kommen wir weit über 26 zum Beispiel. So, okay, dann, was haben wir noch? Dann haben wir, in der rechten haben wir dreimal den blauen Ring und einmal den mittleren. Also irgendwas durch 3 plus irgendwas gibt 22. Bringt noch nicht so viel also weit. Also 8, 7, 6 und 4 wäre schon mal ganz nett. Als pass auf! Die Ringe B und C müssen zusammen 12 ergeben. Mhm. Weil nämlich bei der linken auch einmal der äußerste, einmal der mittlere getroffen ist. Wie welche? Bei der mittleren warte, Scheibe Moment, auch. Moment, welche? Bei der linken Scheibe. Bei der linken Scheibe müssen wo was? Die 25 steht. Was muss zusammen 12 ergeben? Da hast du ja... Ah, stimmt, ja klar. Du B und C zusammen müssen 12 ergeben. Ja, B plus das schreibe ich mal C auf. Gleich 12. Okay, das ist schon mal gut. Dann hätten wir nämlich zum Beispiel eine 8 und eine 4. Und dann wären A und D wären dann noch... Warum eine 8 und eine 4? Warum nicht eine 7 und eine 5? Weil 7 und 6 13er gibt. Wieso 7 und 6? Weiß ich nicht. Weil A und D. Darum. Das könnte so, ja... Was haben wir jetzt? Warte mal. Jetzt schauen wir mal die rechte an. Was ist denn da getroffen? Dreimal der blaue. 3C plus einmal B gleich 22. Okay. Puh. Dum, da, da, dum. 3C plus B. Das heißt... Ah ja, plus B auch, genau. Ja. 3C plus B ist... Ja, damit lässt sich doch was machen. Da müssten wir B oder C doch ausrechnen können jetzt. Genau, dann machen wir... nicht 23, mal... das ist habe ich jetzt falsch geschrieben. Warte mal, dann machen wir doch glatt mal... das wären ja... B plus C sind 12. Und das sind... Also C ist schon mal 5. C ist 5, dann muss B... 7 sein. Nein, das ist Quatsch. B ist nicht 5. B ist nicht 5? B habe ich ja... Warum habe ich von B? Ich habe da nicht von B geredet. Was hast du gesagt? Sag ich nicht. Achso. Scheiße, nein. Ich sehe gerade... Warte mal, B ist 4 und... Ich sehe gerade, das ist... 5, 6, B 6, C 6, das kann nicht sein. B 7, C... B ist 7, C ist 5. Scheiße, dass du es auch alleine rausbekommen hast. Hätte ich mal nichts gesagt, weil... Wie nichts gesagt? Hä? Wie nichts gesagt? Naja, bei mir war das gerade so. 3C plus B ist 22, B plus C sind 12, das heißt 2C sind zusammen 10. Und dadurch kommst du nämlich erstmal auf C, was 5 ist. Ja, hab und ich dadurch, ja auch so gemacht. Und dadurch kommst du eben auf B. Ja, aber ich hatte schneller. Ja, du hattest es aber falsch als erstes. Was? Deswegen habe ich es ja nochmal nachgerechnet, weil du gesagt hast, B ist 5. Hä? Nein, ich habe gesagt, C ist 5. Du hast mir nur nicht richtig zugehört. Dann habe ich es alleine auch gelöst. So. Und das mit dem O habe ich falsch war gelogen. So, jetzt muss man so, immer noch A und D. Was ist jetzt noch A und D? Warte mal, mal gucken. Wo sind denn alle 5? Nee, warte mal. Die das rechte ist schon ja dann mal aus dem Spiel. Noch, das müssten ja dann sein... Klare. A ist dann... Warte mal. Warte mal, A ist... Wenn A 8 ist, dann wäre D... Dings. Müsste D 5 sein. Das geht schon nicht. Warte mal, wir haben ja links über... Oh, stimmt. Wenn A 4... Warte mal, was ist denn B plus C? 7 plus 5 ist 13, haben wir gesagt, ne?
7 plus 5 ist 13. Ja. Quatsch, 12, Entschuldigung. Jetzt kann ich nicht mehr rechnen. Sind 12, genau. Und dann können wir, bleiben noch 8 und 4 übrig, die wir für A und D raushauen können. Fragt sich jetzt nur noch, ob wir irgendwo... Nein, 8 und 4 geht nicht. 8 und 4, aber wie wär's vielleicht das... Ach nee, dann sind ja 12 zusammen, ja. Wie wär's mit 9 und 3? Oder 9 und 4? 9 und 4, das würde zusammen gehen und das anders geht's anscheinend auch gar nicht. Aber die Frage ist, wie rum? Was ist die 8, was ist die 4? Die 9. Die 8, naja, genau, die 8, sag ruhig 8. Ja, aber welches ist welches? Tja, das ist dann die Frage. Ich denke mal... wir könnten jetzt so nett sein und das Ganze beide mal ausprobieren, der eine so, der andere so. Ja, ich glaube, das ist aber sehr austauschbar, oder? Das ist ja das Lustige. Wollen wir mal machen? Ich habe zuerst die 9 und dann die 4. Also, dann mache ich die 4 bei A und die 9 bei D. Ich überlege nochmal, ob das auch wirklich nicht... Hm. 9, 18... 2, 4, 18, 26 passt. Ja, es ist, glaube ich, egal. Jetzt bin ich dran. Meins ist falsch. Was? Deins ist nicht falsch. Doch, meins ist falsch. Deins ist nicht falsch. Doch, meins ist wirklich falsch. Ah, weil sie doch der Reihe nach geordnet sind. Ach, Leute. Oh, da wäre ich selber nicht mal drauf gekommen. Stand es in der Rätselbeschreibung? Es stand... In der Nähe zur Mitte nimmt's zu, steht in der Beschreibung. Ach, fuck, so ein Dreck. Boah, sag mal die Zahl noch mal schnell. Ich hab dich verwirrt. Was? 9, ich hab... Ach so, 9, 7, 5, 4. 9, 7, 5, 4. Ah, erkennt er wieder nicht. Hm, macht er bei mir auch nicht so oft. Also, das Erkennen. Boah, das habe ich total überlesen, dass es zur Mitte zunimmt. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich mitbekommen. Aber wahrscheinlich, du hast es doch vorgelesen. Ja, aber ich habe das irgendwie nicht realisiert. Ich habe mich dann schon so auf die Zahlen gestürzt.